zwar nicht, was ich jetzt mit meiner Zeit anfangen soll, aber... Seit 25 Jahren bin ich in meiner Funktion als Henker ein Diener der Krone. Was sagt ihr? Ein Sprecher der Krone? Nein, ein Diener der Krone. Seit wann halten Diener Reden? Die Zeitung will, dass ich auch mit Robert Pierpont spreche. Ob er auch was zu der Abschaffung zu sagen hat? Wo er doch der Henker Nummer 1 ist, überhaupt. Aber wenn der Henker weg ist, dann hau ich auch ab. Wie viele Leute haben Sie gehängt, Harry? Grob geschätzt. Stolz darauf, Derek, mich nie dazu herabgelassen zu haben, diese Fragen mit einer Antwort zu würdigen. Und dabei soll es auch schön bleiben. 233. Er hat sich um Kopf und Kragen geredet, ich wusste es. Morgen, Shirley. Du bist witzig. Wirklich? Doch, doch, das ist mir gestern schon aufgefallen. Ja. Ich sage nur, völlig unvoreingenommen, das ist das großartigste Interview, das je in dieser Zeitung gedruckt wurde. Aber alles in allem finde ich, dass Sie zu weit gegangen sind. Wir haben einen Unschuldigen in der Hand gehängt. Wir haben einen Unschuldigen gehängt. Sie kommt gleich durch diese Tür. Letzte Chance, Junge. Ich spreche ganz leise, weil ich weiß, du hörst mich gut. Und wo ist sie? Sie ist tot. Und danach lächelte er. Und du nimmst die Arme, ich nehme die Beine.